Namaste, ihr Lieben, ich grüße euch. Heute ist Sonntag und wir haben schon den 12. Dezember. Und ja, ich wollte das Om Namo Narayanaya heute mit euch teilen. Es ist ein Vishnu-Mantra. Vishnu ist derjenige, der die Schöpfung erhält. Und Narayanaya heißt so viel wie der in allen Geschöpfen wohnt, im Herzen aller wohnt Vishnu. Und es ist auch, dieses Mantra gilt auch als ein Friedensmantra. Und ja, wir haben Weihnachtszeit. Und wir bereiten uns vor auf Weihnachten, auf die Geburt des Kindes. Und Jesaja prophezeit ja diese Geburt des Kindes so schön. Und vertont hat es Händel in seinem wunderschönen Werk Messias. Wenn ihr wollt, googelt das mal und lasst euch das heute einfach mal, ja, schenkt euch das mal heute. Und da steht, Jesaja sagt: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Ja, wir beginnen mit dreimal Om und dann mit dem Mantra, und du kannst lauschen oder mittönen, dich einfach hingeben, fühlen, wie es in dir klingt und schwingt, und dein Herz weit öffnen für den Frieden. Einfach sein. No.
voller Liebe, voller Frieden ist möglich. Sie ist möglich und ich wünsche, dass sie auf dem Weg ist. Ich weiß, dass sie auf dem Weg ist. Und kürzlich habe ich dieses schöne Lied, hat es zu mir gefunden. Is not only possible, she's on her way. And on a quiet day, you can hear her ganz und gar ausfüllen und schicke diese Liebe, diesen Frieden aus deinem Herzen in die ganze Welt, indem du die Arme mal ganz weit ausbreitest und mit der Ausatmung umarmst du dich und empfängst alle Liebe, allen Frieden. Ja, Namaste ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und einen schönen dritten Advent.